Wer ein bisschen mehr über Git erfahren möchte, kann sich das hier anschauen. Üblicherweise hat man ein Programm, mit dem man arbeitet, zum Beispiel BlueJay. Da drin sind Dateien, die man bearbeitet, auf Festplatte gespeichert, auf dem eigenen Rechner zu Hause. Wenn Git installiert ist, kann man jetzt Commit durchführen, dann wird eine Zwischenkopie im lokalen Git gespeichert. Und wenn man dann später nochmal Commit macht oder nochmal, werden verschiedene Zustände des Projekts lokal gespeichert. Eigentlich kann man auch diese Zustände wieder aufrufen mit dem Befehl Checkout. Den gibt es nicht in BlueJay, aber grundsätzlich so gedacht. Es gibt jetzt nicht nur den lokalen Rechner, sondern eben auch einen zentralen Server irgendwo. Mit Push werden die lokal gespeicherten Zustände auf diesen Server übertragen. Natürlich nicht immer alles auf einmal, sondern nur die Änderungen, die sich ergeben haben. Und mit Pull kann man vom Server die Version, jeweils erstmal die aktuelle Version in BlueJay, wieder zurückholen ins eigene Repository, ins lokale Git und dann vor allem in das Projekt, mit dem man gerade arbeitet. Es gibt natürlich nicht nur die eigenen Versionen, die im Server gespeichert sind, sondern auch die der anderen Programmierer und Programmiererinnen. Und auch die werden bei Pull ins lokale Git, ins lokale Repository übertragen. In BlueJay gibt es kein Fetch, das gibt es auch noch. Das heißt, man holt die neuen Änderungen vom Server ab, speichert sie lokal ins Repository, aber das aktuelle Projekt, an dem man gerade sitzt, bleibt unverändert. Tatsächlich ist Git ein bisschen kompliziert. Ich habe hier wirklich nur eine vereinfachte Fassung gebracht. Das stellt hier so ein paar andere Varianten dar, kann man in dem Blog nachlesen. Git ist manchmal so kompliziert, dass es Witze drüber gibt. Und ja, manchmal funktioniert nichts. Dann muss man einfach, naja, von vorne anfangen. Checkt das Projekt ganz neu aus dem zentralen Repository aus und macht alle Änderungen, die man vornehmen möchte, nochmal. Das war's.